Jawohl, da sind wir wieder. Aus der Weltstadt Salzgitter-Lebenstedt City. Jawohl. Ach, war das schön gestern. Mit Uschi auf dem Flohmarkt, schön in Braunschweig, Hatz und Heide waren wir. Und dann waren wir hier noch im City-Carré auf dem Flohmarkt. Da habe ich auch noch zwei Händler getroffen, die immer irgendwo unterwegs sind. Die hatten einen Umsatz von 66 Euro. Die haben gesagt, wir können da nur in so einer Weltstadt einen Laden haben. Aber wir haben ihn. Und wir haben natürlich trotzdem was gekauft auf dem Flohmarkt, wie ihr seht. Haben wir ausgegeben? 1864 Euro. Nur für euch. Ja, und was soll ich sagen? Ich habe nicht das meiste ausgegeben. Uschi, der kleine Konsumrammler da hinterm Handy, ne? Guck mal. Ja, genau. Oh, schön. Der hat ein Vermögen ausgegeben. Oder? Und zwar in Schleichtiere. Habe ich gar nicht. 800 Euro hast du für die bezahlt. Komm mal auf. Du hast das Das war mir. bezahlt. Ja, ich habe es dann bezahlt, aber du hast darauf bestanden und ich konnte nicht Nein sagen, weil du dann den ganzen Tag busselig gewesen wärst. Ja. Und jetzt hast du dein Schleichuniversum hier. Bitte einmal hier lang filmen. Guck, ich habe dir die Pferdchen sogar aufgebaut hier. Aber der Tisch hat gar nicht gereicht. Da unten ist nämlich noch eine Tüte, wo du gleich gegentrittst. Seht ihr ja, jede Menge Pferdchen, verschiedene. Hier ist ein Gorilla mit irgendwas dran oder so. Hier ist ein Stier mit grünen Hörnchen. Die Junge, Schildkröte, Junge. guck mal, die Schildkröte ist cool. Pittiplatsch, nee. Nein, Pittiplatsch war gar keine Schildkröte. Naja, hier sind Einhörner, hier sind komische Bäume, die laufen können. Und hier in der Tüte habe ich auch noch ganz viele. Genau, da haben wir noch die Reserve quasi. Toll, was du mit dem Handy so alles kannst. Sehr schön. Ne? Komm, ich Oh. lasse dich jetzt auch mal wieder aufs Bild. Gut. Komm mal rum. Das wird schwierig. Meinst du, das klappt nicht? Nee. Wir müssen ja hier auspacken. Ach ja. Na gut, auf jeden Fall die Schleichsammlung haben wir halt, wie gesagt, für 800 Euro gekauft. Und dann geht's weiter. Dann haben wir ein paar Blechschilder gekauft. Hier, die Tankstellen-Ladies sind wieder da. Eine so eine Flugzeuglady haben wir hier. Seht ihr ja, von VW ist ein Schild, von Harley Davidson, von Coca-Cola haben wir ein Schild. Bud Spencer und Terence Hill. Hier sind noch zwei Pin-Up-Girls. Dann haben wir hier Ford Mustang, Uschis Traumwagen, habe ich gehört. Hört wohl nie was. Nee. Aber gut, egal. Zwei Coca-Cola-Schilder sind da noch und dann haben wir noch ein Harley Davidson-Schild. So, dann haben wir aber noch da gekriegt, hier diese Tasse. Auch Terence Hill und Bud Spencer. Aus Blech, ne? Also wenn die runterfällt, passiert nichts. Dann hat Uschi noch gekauft Alfred J. von Quack als Lampe. Und ich habe Tick, Trick und Track gekauft. Cool, ne? Ja, viel cooler. Tick, Trick und Track. Sag ich ja. Aber nicht. Gut, was haben wir hier drin? Dann gehen wir mal Tüte für Tüte vor, wa? Na gut, hier gibt es jetzt nicht ganz so viel zu sehen. Hier ist noch ein Schleichtierchen. Die hast du gekauft. Die hat er gekauft. Das war nur eine Verhandlungsbasis, die ich geschaffen habe, damit der Deal zustande kommt. Jedenfalls mit Baby auf den Arm, die Elfe. Wow. Soll ich die zustellen hier zu deinen Sachen? Guck, ich habe schon 10 Pferde umgeworfen. Weia. Das ist wie Domino. Na gut, und hier ist dann noch eine Wii-Konsole drin mit schwarzen Wii Motion Plus Controller. Ich glaube, da sieht man nichts, wenn er das da so reinlässt. Gut, dann haben wir die nächste Tüte hier. Dann haben wir von Games Workshop ein Set gekriegt, von Herr der Ringe. Ein NES-Spiel, Pinbot. Midnight in Vegas, PS1, ein Wrestling-Spiel, Mayhem, Discworld Nord. Kann ich nicht aussprechen, deswegen versuche ich es erst gar nicht. Na komm, Uschi, komm. Nee, sie weigert sich, das auch auszusprechen. Ist peinlich wert. Na gut, und dann haben wir hier GTA 5, Hasbro Family Fun Pack, Super Bomberman, Spider-Man für die PS4, Lego Hobbit, Minecraft, dann für die Wii The Core Gang, Death Junior, sieht man das gut? Oder spiegelt das? Alles gut, ja?
Du schweigst heute, ja? Ja. Ach so, jetzt hast du noch was gesagt. Generation Rex, Edgar Saga, Wild West. Jetzt halt das doch nicht so hoch. Ach so, ich halte es runter. So ist gut. Def Jam Fight for New York für PS2. Ach, die hat immer was zu meckern. Junge, Junge, wie halte ich das nur aus? Ich bin ein Held. Der Name International Superstar Soccer 2000 für den N64. Ja gut, das war irgendwie mit dazu hier. Sabrina für Game Boy Color. Das kann ich auch nicht lesen. Und Scooby-Doo haben wir auf jeden Fall noch für den Game Boy Advance. Kann ich auch nicht lesen, kann ich auch nicht lesen. Kann alles nicht lesen. Nein, ein paar Sachen konnte ich lesen. Nein. Jetzt jammer mal nicht. So. Nächste Tüte. Ein kleiner Mini-Funko-Pop haben wir geschenkt gekriegt. Ja, Geschenke gab es auch wieder. Draufgabe, genau. Ein Schleichdino. Nicht so hoch. Du kannst dich auch bewegen mit deiner Kamera. Was hältst du davon? Ich mach das schon richtig, aber du nicht. Ach so, ja klar. Dann haben wir Masters of the Universe, den Film auf DVD. Mhm. Spyro für PS3, Minecraft für PS3 und Zurück in die Zukunft PS3. Auch selten inzwischen schon. Dann haben wir noch einen original verpackten Wii U. Ja, Wii U kann man dann auch benutzen, aber Wii-Controller. So einen besseren halt. OVP. Mit Motion Plus halt, ne? Ja, OVP, genau, Oli. Dann nicht OVP. Haben wir zwei Nunchucks noch mitgenommen, weil die uns inzwischen doch fehlen. Öfter mal. So, was haben wir hier? Achso, nochmal ein PS3-Spiel: Lego Jurassic World. Und das waren noch neu versiegelte Sets von Lego. Lego Disney, Mickey und Minnie. Fliegen zum Mars, so ungefähr. Dann haben wir noch ein Friends Set. Was haben wir hier noch? Einmal Frozen. Na, mit. Wie heißt er? Olaf. Olaf, genau. Olaf der Schneemann. Dann haben wir noch ein größeres Set. Mit so einer kleinen Ritterburg hier. Auch wieder Mini, Mickey, Donald. Als Kasper. Als Kasper. Und dann haben wir nochmal hier Disney-Prinzessinnen. Gut, Preise müssen wir abholen irgendwie. Mal gucken, ob wir das hinkriegen. Ehrlich gesagt, mit so einem Föhn geht das, aber ich bezweifle das. Hätte er mal nicht draufgeklebt am besten. Hat er aber. Hat er aber, ja. Warte, ich habe noch ein Schwein gefunden. Das fand er so toll, das musst du haben. Genau. Ein Schwein. Schweiner. Das hast du gekauft hier, ne? Das ist auch noch irgendwas von Lego. Lego Ninjago. Naja, so ein kleines Set mit Figürchen halt, ne? Der weiße Drache. So, und dann haben wir hier nächste Tüte. Komm mal ran. Nee, ich kann nicht so nah dran. Nee, du magst mich nicht mehr, ne? Doch. Super Mario World. Super Mario World. Und Super Mario World. Die haben wir bei dem Händler gekauft, praktisch, der keinen Umsatz gemacht hat in Lebenstedt. Wie gesagt, der hatte 70 Euro, der war am Kotzen, hatte 6 Meter aufgebaut. Er hat gesagt, da kommt er nie wieder hin. Das war jetzt gedacht. Die verbotene Stadt quasi. Dann haben wir ja Warriors Orochi und dann haben wir Tales von Symphonia für die Wii, Super Mario Galaxy, New Mario Bros. Und das seltenere Zelda Skyward Sword. Dann haben wir noch hier Hello Neighbor für die Switch. Und wie soll es anders sein? Die haben wir geschenkt gekriegt. Noch ein paar Schleichtierchen, Junge, Junge. Also bald können wir so einen ganzen Schleichladen aufmachen. Hier ein Elch. Ne? Ist das ein Elch? Nee. Ja klar ist das ein Elch. Nein, das ist ein Hirsch. Wer soll das sonst sein? Das ist ein Hirsch. Der Hirsch? Ein Hirsch. Guck, und dann hast du hier noch zwei Lego-Figürchen gekauft. Ja, die habe ich noch nicht. Zwei Superhelden, aber du weißt nicht, wie die heißen, ne? Nee, aber bald. Aber bald, okay. So, was haben wir hier gekriegt? Ein Planwagen mit unsere kleine Farben drin. Das ist cool. Alle 10 DVD-Boxen praktisch. Mhm.
So als Deko macht sich das auf jeden Fall, ne? Warte mal, ich stelle das mal hier hin. So, dann gucken wir mal hier rein. Ah ja, genau. Das ist praktisch der Formel 1 Truck von Lego. Mit ganz viel Sachen drin, ne? Oh. Ich glaube, ich lasse das zu, oder? Oh. Okay, okay. Warte, und? Oh mein, oh mein, oh mein. Warte, hier kannst du reinfüllen. Guck mal, da sind Figürchen und so ein Kram. Oh, jetzt hast du es auseinandergebaut. Ja. Ich bin nicht so geschickt wie du bei Lego. Alter Schwede. Er hat es zerstört. Nein, guck mal, es ist fast noch alles ganz. Leg das dahin. Du kannst das schaffen und baust es wieder zusammen, ja? Mhm. Dass das so sensibel ist, wusste ich ja jetzt auch nicht. Das ist nichts für dich. Nee. Dann haben wir noch Sherlock Holmes geschenkt bekommen. Ja, wir haben viel Geschenk gekriegt. Ja, so viel nicht, aber ab und zu fällt doch mal was ab, ne? Mhm. Dann haben wir hier noch einen V-Motion Plus Controller. Dann haben wir noch Yoshi's Crafted World für die Switch. Dann haben wir hier noch für die PS4 Flashback Classics. Das sind, glaube ich, die alten Atari-Spiele, genau. Und hier haben wir noch ein paar Filme. Da Vinci Code. Das Wunder von Längede. Top-Rarität quasi. Der Schatz der Nibelungen. Und Skriptum. Keine Ahnung, kenne ich nicht. Deswegen habe ich mitgenommen. Ist ja auch nicht, weil wir den schon ein paar Mal haben, aber ist ja geil. Oh, die Zicke kann nur meckern. Junge, Junge, Junge. Gut, hier haben wir noch Neuware gekauft praktisch. Von Pokémon Go. Hier diese Evoli-Box und die Elite-Trainer-Box. Also beide auf Englisch. Sind halt auch beide ein bisschen günstiger als die deutschen jetzt. Und dann hat Uschi noch Brettspiele gekauft hier. Du auch. Ich auch. Ich habe das Asterix gekauft. Weil genau. Asterix natürlich am coolsten ist von allen. War auch das billigste, glaube ich. Dann haben wir das Hotel gekauft. Mhm. Wow. Dann Europareise. Mhm. Spuren im Busch. Also quasi Safari. Mhm. Mancomania. Cooles Spiel. Na ja, gut, da sieht der Karton ja, das nicht mehr ganz so schön. Gut aus, ne? Und Spiel des Wissens. Also ihr könnt noch Klassiker. Was lernen. Quasi. So, was haben wir hier unten? Hier ist noch ein Monopoly. Das heißt nur Monopoly heute. Und eine Tüte haben wir noch. Die letzte. Na komm, ich habe noch eine. Okay, okay. Habt ihr das gesehen? Habt ihr das gesehen? Nein, haben sie nicht. Die haben die Augen zugehalten. Außerdem ist das schon am Ende des Videos. Da haben die meisten schon ausgeschaltet. Weil sie das gerade nicht mehr angucken können hier. So, was hast du gesagt? Play-Doh, das ist irgendwelche Knetmasse oder sowas? Ja. Ja? Ja. Okay. Also Knetmasse mit Autos? Ja. Wie das funktioniert, weiß ich natürlich auch nicht. Nein, ich auch nicht, aber die Kinder kriegen das schon mal. Und dann haben wir noch ein bisschen Deko gekauft. Da ist er ganz stolz drauf. Ja, praktisch diese 8mm Filme. Guck mal. Oh, guck mal. Die Seewölfe kommen. 1, 2, 3, 4 Teile. Und dann haben wir noch einen Bud Spencer Film hier. Den kenne ich gar nicht übrigens. Der Dicke mit der Superkeule? Kelle. Ach so. Keule, das steht da nicht. Kelle. Aber Kelle. Den kenne ich gar nicht von Bud Spencer. Jedenfalls, die haben wir auf Super 8 gekauft. Wir haben ja vor, hinten nochmal so einen Raum extra mit DVDs und Blu-rays zu machen. Und da schön die Wände zu machen. Ich glaube, als Deko macht sich das wunderbar, ne? Ja, das war's. Jede Menge Cola ausgegeben. Ja, ganz so viel Zeug ist es gar nicht, ne? Deine Schleichsammlung, die hat reingerissen. Die ist toll. Aber gut. In 5, 6 Jahren haben wir die auch wieder raus. Dann ist alles wieder gut. Okay, Dankeschön.